Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch ein ganz tolles Upcycling-Projekt und wie ihr mit ein paar wenigen Schritten aus einer leeren Milchtüte diese tolle Blumenvase herstellen könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine leere Milchtüte, eine Schere, Zeitungspapier zum Unterlegen, Acrylfarbe zum Bemalen eurer Milchtüte, Pinsel und ein kleines Schwämmchen, einen Bleistift, ein Edding und etwas zum Verzieren wie Glitzer, Sticker oder was euch sonst noch so einfällt. Los geht's! Als erstes nehmt ihr euch eure leere Milchpackung und eine Schere. Danach schneidet ihr rundherum einmal das obere Ende der Milchpackung ab. Wenn ihr das gemacht habt, drückt die Milchpackung nochmal an der Kante zusammen und korrigiert das Ganze, falls ihr nicht ganz gerade geschnitten habt. Anschließend spült ihr eure Milchpackung mit viel Wasser aus. Danach könnt ihr die erste Schicht eurer Milchpackung, die bedruckt wurde, ganz einfach abziehen. Es hilft, wenn ihr die Packung vorher nicht abtrocknet, nachdem ihr sie ausgespült habt, denn wenn die Packung noch nass ist, lässt sich das Papier einfacher ablösen. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Den Boden habe ich drangelassen als weitere Schutzschicht. Nun müsst ihr das Ganze ein wenig knautschen, um die Verpackung weicher zu machen, sodass sie sich nachher leichter umbiegen lässt. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr den Boden nicht knautscht, da ihr sonst keinen geraden Stand mehr habt. Nachdem ihr das Ganze dann ordentlich zerknautscht habt, könnt ihr anfangen, die obere Seite nach außen zu biegen. Wenn die Verpackung noch nass ist, geht das Ganze einfacher. Wie ihr seht, habe ich es hier einmal gemacht und ich mache es auch nochmal ein zweites Mal, damit das Ganze stabiler ist und auch schöner aussieht. Wie ihr seht, drücke ich immer die untere Seite ein bisschen nach innen und gleichzeitig versuche ich mit dem Daumen die obere Packung nach außen zu drücken. Das funktioniert wie gesagt problemlos, wenn die Verpackung ein wenig nass ist. Außerdem kann euch so die Verpackung auch nicht einreißen. Wie breit ihr oben die Umrandung quasi machen möchtet, liegt ganz bei euch. Ihr könnt das Ganze auch noch ein Stück weiter nach unten ziehen oder so schmal lassen wie hier. Ich habe das Ganze im Nachhinein nochmal ein wenig zerknittert, damit es so einen leichten Used-Look bekommt. Diesen Schritt könnt ihr aber auch weglassen, wenn euch das nicht so gut gefällt. Als nächstes nehmt ihr euch euer Zeitungspapier und legt damit einmal euren Tisch aus, da es gleich ans Bemalen eurer Milchtüte geht. So, zum Bemalen braucht ihr natürlich eure fertige Milchtüte, ein wenig Pappe, auf der ihr die Farbe später drauf machen könnt, eure Pinsel, am besten einen breiten und einen schmalen, sowie ein Schwämmchen zum Betupfen der Farbe. Und natürlich eure Acrylfarben. Welche Farben ihr da benutzt, ist ganz euch überlassen. Ich habe hier mal eine kleine Auswahl hingestellt, da ich mir selbst noch nicht so sicher war. Aber ich habe mich für die Grundierung dann für ein Weiß entschieden. Um das Ganze zu betupfen, macht ihr euer Schwämmchen ein wenig nass und geht damit in die Farbe. Anschließend betupft ihr eure Milchpackung wirklich nur auf der hellen Seite mit eurer Grundierung. Das kann, wie gesagt, auch jede andere Farbe sein, das muss nicht weiß sein. Schaut, dass die Farbe wirklich gut deckt. Es kann sein, je nachdem, welche Farben ihr verwendet, dass ihr auch zweimal drüber gehen müsst, um dann wirklich auch einen deckenden Effekt zu erzielen. Anschließend nehmt ihr euch einen dünnen Pinsel, macht diesen auch wieder nass, geht damit in die Farben und dann könnt ihr wirklich so kleine Feinheiten wie kurz unter der geknickten Falz das Ganze auch nochmal mit eurer Grundierung einfärben, da man mit dem Schwämmchen da natürlich nicht so gut hin kann. Auch gerade solche Klebefalten von der Verpackung können super mit dem Pinsel nachgebessert werden. Und dann lasst ihr das Ganze trocknen. Da ich die Vase mit der schwarzen Farbe besprenkeln möchte, schütze ich oben den Rand mit ein wenig Zeitungspapier. Dafür stopfe ich das Zeitungspapier einfach in die Verpackung und falte das Ganze dann einmal in den oberen Knick mit rein, sodass wirklich keine schwarze Farbe daran kommen kann. Den Rest stopfe ich dann ebenfalls einfach nach innen in die Vase. Wenn das Ganze gut verpackt ist, nehmt ihr euch euren breiten Borstenpinsel.
Mach diesen ein wenig nass und geht damit dann in die schwarze Farbe. Nehmt am besten nicht zu viel, also streicht es wirklich gern nochmal ein bisschen ab. Daher nehme ich jetzt im Anschluss mit eurem Daumen darüber streichen müsst. Genauso wie hier in dem Video. Denn so entstehen dann ganz tolle Sprenkel-Pappkleckse auf eurer Milchverpackung. Das Ganze könnt ihr dann so oft wiederholen, bis ihr wirklich zufrieden seid und ihr genügend Farbkleckse auf eurer Verpackung drauf habt. Anschließend lasst ihr das Ganze dann gut trocknen. Wenn die Farbe getrocknet ist, könnt ihr das Zeitungspapier abnehmen und das Ganze weiter verzieren. Ich habe mich für den Schriftzug Hallo Frühling entschieden. Um das Ganze auch wirklich ordentlich zu machen, schreibe ich den Schriftzug erst einmal mit Bleistift vor. Dadurch könnt ihr kleine Fehler im Nachhinein auch nochmal verbessern. Wenn ihr das erledigt habt, nehmt ihr euch euren Edding oder einen schwarzen Filzstift und zeichnet das Ganze dann einmal nach. Ich habe den oberen Teil wirklich mit einem dicken Edding gezeichnet, sodass das wirklich direkt ins Auge sticht. Für den unteren Teil habe ich dann einen dünneren Filzstift genommen, da es doch mit dem dicken wahrscheinlich nicht ganz funktioniert hätte bei solch feinen Linien. Und auch hier fahre ich dann einmal das mit Bleistift geschriebene Wort nach. In der ersten Runde ist es wirklich so, dass ich das Ganze nur einmal leicht nachfahre. In der zweiten Runde fahre ich dann die Teile der Buchstaben nach, die beim Schreiben nach unten führen. Das gibt dem Ganzen dann nochmal eine schönere Optik. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Nun müsst ihr nur noch ein paar Blümchen suchen, mit der ihr die Vase befüllen könnt. Und das Ganze dann an einem sonnigen Platz aufstellen. Viel Spaß beim Nachmachen!